Zero Motorcycles baut jetzt eine voll verkleidete Zero. Das ist die Zero, auf die ich schon seit einigen Jahren warte. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, seit 2007 gibt es ja Zero Motorcycles aus den USA schon. Ich bin, glaube 2014, 2015 auf Zero aufmerksam geworden und habe mich dann schlussendlich entschieden, 2016 eine Zero SR zu kaufen. Bin die dann noch 4 Jahre gefahren und habe die, wie ihr auch schon in den Videos gesehen habt, umgebaut mit einer Scheibe vorne dran. Ich hätte gerne schon immer irgendwie sowas voll verkleidetes, weil ich ja doch irgendwie gerne mal ein bisschen länger fahre. Meistens auch mal vielleicht ein 24-Stunden-Rennen, wer weiß. Und habe mir schon immer diese Verkleidung gewünscht. Und da ich jetzt aber keine Ahnung habe, was so GFK-Geschichten angeht, was so Carbonfaser angeht, habe ich zwar überlegt, ob ich mir da was bauen lasse, aber schlussendlich habe ich gedacht, okay, gut, alles Quatsch. Lässt es so, wie es ist. Um ein bisschen größeren Einblick in die Elektromobilität der Zweiradfahrzeuge zu bringen, habe ich die Zero dann letztes Jahr verkauft. Habe jetzt die Super Soco, einfach um die mal wirklich ausgiebig zu testen, um zu zeigen, was dahingehend funktioniert. Bin natürlich trotzdem noch riesen Zero Motorcycles Fan und seit ja schon letztes Jahr, 2019 im September, wo in der Zeitschrift oder auf der Online-Plattform Asphalt and Rubber eine voll verkleidete Zero zu sehen war als Erlkönig in Nähe des Werkes dort in Amerika. Seitdem hoffe ich inständig, dass irgendwie sowas kommt, vielleicht auf Grundlage der Zero SRF. Und ja, das Warten hat sich gelohnt. Gerade gestern wurde auf sämtlichen Kanälen geschossen und überall gab es Teaser, Bilder. Natürlich nur irgendwie so, wo man nichts erkennt. Ne? Die Internetseite wurde nochmal überarbeitet, so ein bisschen mit dem Modell. Und jetzt ist klar, so wie es aussieht, wird das eine Maschine, die komplett voll verkleidet ist. Man erkennt es zum Beispiel am Teaser, wo die Maschine wunderbar vor dieser schönen Nebelwand steht, wo man nicht wirklich viel erkennt, man erkennt aber 2 getrennte Scheinwerfer. Und das ist für mich ein eindeutiges Zeichen, dass wir jetzt keinen Hauptscheinwerfer in dem Sinn haben, der jetzt vorne an der Gabel irgendwo befestigt ist, sondern dass wir so eine Art Kanzel haben und da dann 2 Scheinwerfer eingelassen sind. Das sieht man schon. Bestes Beispiel vielleicht sogar auch dieses Asphalt and Rubber Bild, was ich auch nochmal einblenden werde, wo man genau sehen kann, wie die Maschine schon verkleidet ist. Ich denke mal, es wird im Detail noch ein bisschen schicker gemacht werden. Das wird wahrscheinlich wirklich nur so einen Erlkönig-Status gehabt haben. Aber ich bin mir sicher, egal was da kommt, dass ich die unbedingt haben möchte. Warum mir die Verkleidung so wichtig ist, ich fahre einfach, wenn dann wirklich längere Strecken. Ich mag Motorradfahren total gerne, elektrisch fahren sowieso. Aber dieses ganze Windgedöns, dieses, wenn es mal regnet, dass alles nass wird. Ja, klar gibt es wieder Schuhe und Hosen und sowas. Aber wenn man da richtig wirklich schön eine Kanzel hat, eine Verkleidung, einen Windschutz, dann macht es mir persönlich echt am meisten Spaß. Und das habe ich mir schon echt ziemlich lange gewünscht. Deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen aufgeregt, dass es endlich kommen soll. Der Termin für die Vorführung, also für die Veröffentlichung, soll der 24.02.2020 sein. Bis dahin heißt es nochmal durchhalten. Ich hoffe, dass zwischendurch mal ab und zu mal ein paar Bilder rauskommen, noch ein paar andere Teaser, dass man einfach ja, Stück für Stück, wie damals vor knapp einem Jahr bei der SRF, sich einfach zusammenreimen kann, was da kommt und dann die Informationen zusammenpacken kann und dann ein wirklich tolles Bild entstehen kann. Ich gebe es ganz ehrlich zu, wenn dieses Bild mit der Vollverkleideten, mit diesem Erlkönig nicht passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich mir eine Zero SRF besorgt, weil ich die einfach technisch Wahnsinn finde. Gibt ja viele, die sagen, ne, so meckern, nee, bla, blu. Angefangen halt eben bei dieser Typ-2-Ladung. Ich persönlich finde die super. Also ich hätte gerne dann, wenn die SRS, so wie sie sich nennt, dann rauskommt, auch den 12 Zoll, ja genau, 12 Zoll Screen vorne auf jeden Fall, nein, den 12 kW Lader Typ 2. Ich finde das super, ich habe keinen Bock, irgendwo Autobahn zu fahren, an den Autobahnen zu stehen und da dann CCS zu laden. Aufgrund des doch ja kleineren Akkus glaube ich nicht, dass er die vollen 50 kW irgendwie abfassen wird. Das heißt also, man steht da irgendwie 20, 30, 35 Minuten an so einer blöden Autobahn. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock. Wenn ich mir anschaue, wenn ich ab und zu mal mit dem Auto unterwegs bin, in kleinen Städten kostenlose Typ-2-Ladesäulen, mitten am Marktplatz, ne, also wo man sonst vielleicht nie hinkommen würde, darauf freue ich mich schon. Also wirklich auch vielleicht private Ladepunkte, wie bei meiner Ostsee-Tour, den ich dann auch nochmal wiederholen werde mit der SAS, auf jeden Fall. Einfach wirklich mal Leute kennenlernt, Städte kennenlernt, wo man einfach so vielleicht nicht hinkommen würde und die halt eben auf dem Weg liegen. Ne? Also ich
Autobahn ist nach wie vor nicht so meins. Wenn ich es im Navi eingeben kann, dann gebe ich immer ein, bitte ohne Autobahn. Und dann komme ich da an. Also die 12 kW Typ 2 Ladung finde ich super. Also das ist alles, was ich brauche. Damit eine knappe Stunde, wenn man jetzt nicht komplett leer fährt, irgendwie vielleicht mal eine halbe Stunde, 20 Minuten irgendwo zwischenlädt. Wenn ich jetzt von 150 Kilometer ausgehe und dann nochmal das gleiche oben drauf, bin ich bei 225 Kilometer. Das deckt irgendwie eigentlich fast jede Tour ab, die ich irgendwie gefahren bin. Bei weitem mit Hin- und Rückweg und dann noch Strom im Akku drin, wenn ich zu Hause angekommen bin. Also das finde ich schon mal ziemlich cool, völlig ausreichend. CCS beim Auto, ja, beim Motorrad sehe ich es als nicht notwendig an. Ja, Fahrwerk, noch mehr Leistung, noch mehr Power, noch mehr Höchstgeschwindigkeit ist für mich jetzt nicht so wahnsinnig ausschlaggebend, da ich irgendwie zu 80% im Eco-Modus unterwegs bin. Aber besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben. So rum, ja. Insofern kann das nicht schaden. Ansonsten mag ich die SRF. Ich bin sie selber noch nicht gefahren, einfach um nicht diesen Wunsch des Haben-Wollens zu bekommen. Aber ich stand schon eine Weile davor, habe die angeschaut, habe die auch mal gestreichelt. Also ziemlich geile Maschine. Also vom ABS, das war der Grund, warum ich bis 2016 gewartet habe mit der SR, bis hin zu diesen Traktionskontrollen, die jetzt drin sind, einfach ein Hammerbike. Wenn ich mir jetzt noch zwei, drei Wünsche äußern kann, die wahrscheinlich hoffentlich vielleicht sogar dann auch realisiert werden, dass man bei der verkleideten Maschine halt vielleicht sogar die Option auf Koffer hat oder Topcase hinten mit dran, na, dass dann also mein kleiner Spross noch hinten mitfahren kann, ohne hinten runterzufallen. Also Seitenkoffer stelle ich mir sehr, sehr geil vor. Ein Topcase muss auf jeden Fall wieder ran. Wenn der Lenker ein Stückchen höher ist nach oben, also mit so einer Art Erhöhung, habe ich damit auch kein Problem. Ja, wir werden es erleben. Noch knapp 26 Mal werden wir wach, dann wissen wir genau, wie sie aussieht, was sie kostet, wo es sie gibt und weiß ich was nicht alles. Ich habe auf jeden Fall schon beim Händler meines Vertrauens in Falkensee Bescheid gegeben, dass ich die sehr dringend haben möchte. Für mich und natürlich auch für euch, um zu zeigen, was dann in ihr steckt und wie sie funktioniert und was sie alles so kann. Da habe ich jetzt schon total Bock drauf. Ich habe jetzt echt irgendwie Bammel da. So viel schlafen. Ne? Ich hoffe, ich komme zum Schlafen. Ich bin einfach wirklich ein ziemliches Stück aufgeregt. Wenn euch das Thema auch interessiert, dann habe ich auf Facebook eine Gruppe gegründet. Die nennt sich Zero SRF Fahrerinnen DACH, also für Deutschland, Österreich, Schweiz. Die Gruppe gab es noch nicht. Ich habe gedacht, machst du mal. Da werde ich alles, was ich so finde an Schnipseln, an Geschichten, an Bildern einfach mit reinkloppen, dass ihr informiert seid. Und nachher auch dann die ganzen YouTube-Videos dann verlinken, die ich dann machen werde. Die kommen auch mit auf die Gruppe. Würde mich freuen, den einen oder anderen Fan, Fahrer, ja, Pendler, wie auch immer, warum man sich die Maschine holen sollte eventuell, da kennenzulernen, vielleicht mal eine Tour zu planen. Und das ist zwar noch ein bisschen Geschichte, also nicht Zukunft, also nicht Geschichte, sondern Zukunft, aber man kann nie früh genug damit anfangen. Deswegen schaut mal rein bei Facebook. Ansonsten halt gerne natürlich hier auf YouTube geht es natürlich auch weiter. Das war's schon. Ich bin immer noch aufgeregt. Ich danke trotzdem fürs Zuhören, Zugucken. Wir sehen uns bald. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.